Ein klangvoller Name in Berlin. Sami Khedira, Weltmeister von 2014, spielt vorerst bis Saisonende bei Hertha BSC. Er soll den kriselnden Hauptstädtern direkt weiterhelfen. Darüber sprechen wir mit Hertha-Reporter Stefan Henke, Sportchef der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Stefan, Khedira bei der Hertha, das sind wirklich positive Schlagzeilen, die der Hauptstadtclub jetzt mal schreibt. Du hast die Pressekonferenz von Khedira, die Vorstellung des Weltmeisters, verfolgt. Wie empfindest du die Wirkung, die dieser Wechsel jetzt auf die Hertha hat? Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ja viel Stolz mitschwingt, dass man Spieler von der Kategorie mit den vielen Erfolgen, die er gefeiert hat, ja zur Hertha holen konnte. Und ich glaube, es hat nicht nur eine Wirkung nach innen, sondern auch nach außen. Also es gibt nicht viele Mannschaften, die sich im Abstiegskampf, und da befindet sich Hertha ja, mit einem Weltmeister verstärken können. Wie empfindest du die Wirkung, die das jetzt eben nach außen hat? Du hast es gerade angesprochen. Glaubst du, dass da jetzt auch Mannschaften mit ein bisschen mehr Respekt auf die Hertha zukommen, wenn dann Khedira auf dem Platz steht? Naja, wie die gegnerischen Spieler ja reagieren, schwierig zu sagen. Also ich glaube schon, dass man so einem Weltmeister gewissen Respekt auf jeden Fall entgegenbringt. Und dass das aber vor allem eben nach innen eine positive Wirkung hat. Also er hat sich ja heute jetzt, wie du schon gesagt hast, zum ersten Mal den Journalisten gestellt und der hat sehr abgeklärt, sehr souverän, sehr ruhig, sehr höflich und geerdet geantwortet. Also wenn er sozusagen die Leistung von der PK auf den Platz bringt, dann ist es definitiv eine Verstärkung für Hertha. Und klar, sportlich muss man sehen, hat er jetzt lange nicht gespielt, hat er selber auch gesagt. Also, aber er hat auch gesagt, naja, so ein tägliches Training mit Cristiano Ronaldo und Co. bei Juventus ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also da behält man schon eine gewisse Form. Und heute Nachmittag hat er dann zum ersten Mal mit dem Team trainiert. Da wird auch der Trainer sehen, in welcher Form er sich befindet. Er selbst sagt, und so viel Erfahrung hat er, weiß man das ja vielleicht auch am besten, dass er schon für Freitag fit wäre gegen Bayern. Also du glaubst schon, dass er dem Team wirklich direkt weiterhelfen kann. Immerhin hat er ja auch fast 11 Jahre keine Bundesliga mehr gespielt. Also auf höchstem Niveau ja, aber die Liga unterscheidet sich ja dann doch schon ein bisschen von der Serie A. Und zuletzt hat er fast gar nicht mehr gespielt. Also wenn dann sehe ich da eher die Spielpraxis, wenn das Problem. Ich glaube, vom Niveau her hat er das prinzipiell, sehe ich da jetzt keine Unterschiede zwischen Serie A und Bundesliga, dass da jetzt irgendwie eine große Angleichung kommen muss. Also ich glaube eher, wenn, dann ist es eben die fehlende Spielpraxis. Und das wird sich, glaube ich, jetzt erst im Laufe der Woche zeigen, wenn er denn die ersten Trainings mitgemacht hat. Tatsächlich hat noch ein anderer Club im Abstiegskampf der Bundesliga es geschafft, einen Weltmeister zu verpflichten, nämlich Schalke 04 mit Skodran Mustafi. Wie bewertest du das eigentlich, dass jetzt gleich zwei Weltmeister nach Deutschland zurückkehren in die Bundesliga und dann noch zu zwei Krisenclubs? Ja, ich glaube, erstmal bringt es Aufmerksamkeit. Also wären Zuschauer erlaubt, ich glaube, da würde der eine oder andere mehr ins Olympiastadion kommen, um mal so einen Weltmeister wie Sami Khedira spielen zu sehen. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass jetzt nicht mehr unbedingt so als Talente gelten. Mustafi ist auch erst 28 Jahre alt, hat also noch ein paar gute Jahre vor sich. Und Hertha Sportdirektor Arne Friedrich hat so dann das biologische Alter von Khedira auch im Spaß auf 28 geschätzt. Also könnte auch noch ein bisschen länger für Hertha spielen. Und der Vertrag gilt aber ja auch erstmal bis zum Sommer und danach will man sich zusammensetzen und besprechen, ob man länger zusammenarbeitet und vielleicht sehen ihn dann auch wieder Zuschauer im Stadion. Ja, war gespannt, wie sehr dieses biologische Alter dann auch auf dem Platz zu sehen ist. Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Mustafi bei Schalke, Khedira bei der Hertha. Zwei Weltmeister auf Rettungsmission. Sicher ist, dass beiden schwierige Wochen bevorstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.